Schön, bist du da. Danke für die Einladung. Jazz Chur, ein Projekt, das du eigentlich auch gestartet hast, wo man verschiedene Vereine, Veranstalter, eigentlich alles rund um Jazz, was in Graubünden oder in Chur gegeben hat, zusammengeschlossen hat. Mhm. Einzigartig in der Schweiz, hat es bis jetzt noch nicht wirklich gegeben. Hättest du dir zum Teil gewünscht, dass du schon früher die Idee gehabt hättest oder früher das umgesetzt hättest? Ich habe immer die Zusammenarbeit und Kooperationen forciert. Und das war natürlich nicht immer so einfach zum Umsetzen, weil jeder hat irgendwie seine Arche gebaut, hat über mehrere Jahrzehnte irgendwie durch die Kulturszene manövriert. Und dann mit dem Rücktritt von Andrea Neng war dann so wie ein guter Zeitpunkt, um endlich zusammenspannen zu können. Zum Ressourcen bündeln, um neue, junge Leute hineinzukriegen und dem Jazz in Chur ein neues Gesicht zu geben. Ich war erst der Präsident vom Jazzclub Chur, genau, der jetzt auch integriert ist in dem ganzen Bündel drin. Eigentlich. Ist das mehr so aus der Not heraus, weil man einfach zu klein, die Szene wird zu klein ist, um jeden allein zu sein, dass man grösser ein bisschen mehr Präsenz ist? Es ist sicher ein positiver Effekt, dass man so mehr Präsenz hat. Und es ist klar, Jazz ist eine sehr kleine Szene, spricht weniger Leute an als andere Musikrichtungen. Aber ich glaube, es entspricht so ein bisschen der heutigen Zeit, dass man mehr zusammen schafft, dass man zusammen spannt, dass man anfängt, Ressourcen teilen. Ich glaube, das ist etwas, was vielleicht unsere Generation jetzt auch mitbringt, auch der Wille, um wirklich zusammenzuarbeiten. Und ich hoffe, dass es das auch weiterhin noch geben wird, auch bei anderen Veranstaltern. Aber braucht es am Anfang nicht so ein bisschen Überzeugungsarbeit? Weil jeder Verein und jeder Club ist doch selbstständig und will ja das eigentlich auch. Da hat man doch auch Angst, dass irgendetwas verloren geht. Oder wie waren so die Reaktionen, die du das vorgeschlagen hast? Meine, die Verlustängste, die lösen schon immer unterschiedliche Reaktionen aus. Und ich glaube, der Mensch hat die Tendenz, zum immer sich an die Vergangenheit, an glorreiche Zeiten zu klammern. Und ja, es hat Überzeugungsarbeit gebraucht, aber es war, glaube ich, auch genug Einsicht da und genug Verständnis und auch Vertrauen in die neuen Leute, dass viele gesagt haben, hey, komm, geben wir ihnen eine Chance, wir müssen das unterstützen, wir tragen es mit. Wir müssen in eine neue Richtung gehen, wir müssen neue, vermehrt auch neue Aspekte Rechnung tragen, die vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen vernachlässigt worden sind. Und es hat nicht allzu viele Diskussionen gegeben, es hat ein paar Gespräche gebraucht, man musste auch ein bisschen definieren, woran will man festhalten, was lässt man jetzt besser sein. Und aber es war eigentlich sehr ein angenehmer und vor allem sehr ein spannender Prozess gewesen. Wahrscheinlich hat es auch dann schon Kritiker gegeben. Jetzt mittlerweile läuft es ja schon ein Zeitchen. Mhm. Auf Anfangsjahr ist das Ganze eigentlich so offiziell gestartet, gell? Genau, ja. Wie sind jetzt so die Reaktionen, auch intern? Also intern sehr gut. Corona hat uns ein bisschen ausbremst. Ja, logisch, ja. Wir haben eigentlich recht einen guten Start hingelegt mit der Eröffnung, mit der Einweihung von neuen Bühnen in der Postremise. Wir haben die verschiedenen Kuratoren, künstlerische Leiter können vorstellen. Wir haben es mal geschafft, an den verschiedenen Konzerten einfach Besucher aus allen Lagern zu haben. Also es sind Jazzclub Chur-Leute gekommen, sind Soundhund-Leute gekommen, sind Leute vom Second Line gekommen, Leute von Marseille sind in die Postremise, Stammgäste von Postremise sind ins Marseille gekommen. Das war eigentlich wahnsinnig schön gewesen. Und da haben wir alle so eine Freude gehabt, weil das war so die Unbekannte gewesen. Wenn wir programmieren, gute Musik auswählen, das ist unser Spezialgebiet. Und da haben wir nicht so Bedenken gehabt, dass wir ein gutes Programm auf die Beine stellen. Aber dass es wirklich, dass die Durchmischung stattfindet, das ist grossartig. Eben, das ist einfach einzigartig, dass ihr so etwas gemacht habt. Dass man über das Vereinsgrenzli rausgeht und mit jemand anderem zusammenspannt und auch die Ressourcen zusammennimmt, das Wissen auch zusammennimmt, Kontakt zusammennimmt, alles Sachen, die wahrscheinlich extrem wertvoll sind jetzt. In der Schweiz gibt es das bis jetzt noch nicht, oder hat es das noch nicht gross gegeben, so in dem Stil? Also im Jazzbereich, so viel wir wissen, oder in der zeitgenössischen oder in der freien Musik, gibt es in der Schweiz bis jetzt noch nicht. Und wie waren so die Reaktionen außerhalb von Graubünden? Eben, du sagst jetzt, innerhalb hat es gut funktioniert, die Leute haben sich durchmischt und sind auch mal da und dort schauen gekommen.
Wie waren so die Reaktionen von den anderen? Es hat vereinzelte Reaktionen gegeben, halt vor allem aus unserem Umfeld, aus den verschiedenen Clubbetreibern, die das auch mitkriegt und wo wir eigentlich schon über längere Jahre immer im Austausch sind. Aber ich glaube, viele Leute müssen uns noch wahrnehmen. Also man muss uns auf dem nationalen Parkett spüren. Man muss sehen, haben die in Chur, haben jetzt eine andere Ausstrahlung, die legen ein anderes Tempo, die legen andere Programmpunkte vor als noch vor ein paar Jahren. Und ich glaube, das braucht 3-4 Jahre, bis das überall ankommt. Und also, ich sehe es jetzt immer noch, wenn ich in Kontakt bin mit Veranstaltern, vor allem aus der Weltschweiz oder so. Ah, cool. Ah, was sie haben zusammen geschlossen. Ah, gibt es noch nicht mehr die und die? Ah, das haben wir gar nicht mitgekriegt. Okay. Das braucht ein bisschen Zeit, aber das ist Teil der Arbeit. Und ich glaube, das ist das, was in allen Genres, bei Veranstaltern oder auch bei aktiven Musikern wichtig ist. Man muss einfach dranbleiben, machen. Und immer wenn kommt der Punkt, wo es eine grosse Menge wahrnimmt. Werden das einmal sehen, dass Chur so die Hochburg des Jazz wird? Ich glaube, nein, das soll nicht das Ziel sein, weil ich glaube, unsere Region, der Kanton Graubünden, hat andere Prioritäten. Also es wäre unrealistisch, aber ich glaube zum Beispiel, Zürich ist eine Hochburg vom Jazz, ganz, ganz klar. Genau gleich wie Paris und Wien in Europa Hochburgen sind. Und das hängt mit ganz unterschiedlichen also das hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass der Jazz in Graubünden wahrgenommen wird, dass er anerkannt wird von Wirtschaft, Tourismus, aber auch von Politik. Und dass man merkt, dass der Jazz eigentlich ein wichtiger Bestandteil von dem gesamten Kulturgarten ist. Das finde ich sehr wichtig. Aber klar, wir in Graubünden, wir haben so eine starke Volkskultur, eine sehr starke Theaterszene, und da wäre es jetzt so wie falsch zu denken, so jetzt werden wir die Dominatoren der Kulturszene. Für das zu fest realist in dem Fall. Ja, genau. Darf man auch mal sagen, dass man da nicht die grösste Gemeinschaft ist. Wie würdest du dazu den Stellenwert des Jazz in Graubünden? Ich höre ein bisschen raus, es ist noch nicht so viel unter den Leuten bekannt, oder, in Sachen Jazz. Also es gibt schon eine Jazz-Szene oder eine Affinität vom Kulturpublikum für die Musik. Aber es ist natürlich schwierig. Der Kanton ist so verwinkelt. Wir haben so viele Täler. Ich meine, irgendwie auf Martina reise, habe ich mit den ÖV fast so lange, wie ich auf Genf reise. Es braucht schon noch Arbeit. Und es, wenn wir noch daran arbeiten, probieren, um so gewisse Vorurteile abzubauen. Also, Jazz ist nicht nur nervöses Gedudeln. Ja, aber es ist so ein bisschen, ich sage immer, so der Fenkel unter dem Musikstil. Oder? Man hat immer so das Gefühl, entweder man liebt es oder man hasst es. Aber man will es vielleicht, man will es vielleicht gerne nicht so wirklich probieren, weil man so das Gefühl hat, oh nein, das ist so nur für die mehr Besseren und man muss da fast studiert sein, dass man das überhaupt versteht. Ist das auch so manchmal die Reaktion, die du kriegst von Leuten, wenn du sagst, du machst Jazz? Absolut, es gibt so Reaktionen. Aber ich sage immer, hey, ein Fenkel gut vorbereitet. Das ist spannend. Mit Käse über Bacher. Mit Käse über Bacher oder mit Trüffelöl. Ich meine, es gibt wahnsinnig gute Fenkelrezepte. Aber zurück zum Jazz. Es ist, man muss ja auch nicht Angst haben vor etwas. Also, es ist ja, glaube ich, mehr eine Haltung, die man als Konsument kann einnehmen. Und eine Haltung, die wir als Veranstalter, und das ist jetzt nicht nur der Jazz, das sind alle, das geht über Klassik, Theater und, probieren müssen zu vermitteln. Man muss nicht alles verstehen, was man konsumiert. Man darf einfach einmal gehen, sich überraschen lassen und bewusst in eine Auseinandersetzung treten, sei es mit dem Publikum oder auch mit sich selber, hey, wie hat das auf mich gewirkt? Und glaube, wenn wir als Veranstalter schaffen, so eine Haltung zu etablieren oder man könnte auch sagen, am Publikum Mut geben, hey, kommt, ihr habt nichts zu verlieren, dann haben wir, glaube ich, mittelfristig extrem grosse Chancen, zum ein breites und zum ein spannendes Publikum können generieren. Nicht nur der Jazz-Kenner, sondern das geht über alle sozialen Schichten, mehrere Generationen, Mann, Frau, Jung, Alt.
etc. Und das ist, glaube ich, die Chance, die Kultur hat und die wir probieren müssen, zum auch wahrnehmen. Probieren wir da auch irgendwie etwas zu machen für das, dass man die Leute kann probieren mit ins Boot holen. Eben, wie du sagst, kommen doch einfach mal rein und probieren. Hat man da verschiedene Aktionen am Laufen? Absolut. Also das läuft der vereinsintern sehr individuell. Wir haben so eine Regel, jeder kann immer Leute einladen an ein Konzert. Und ich sage immer, nehmt jemanden mit, der eine Freude macht damit. Oder nehmt euren Nachbarn mit, der einen Gefallen schuldet. Oder nehmt einfach mal einen Arbeitskollegen mit, der das Gefühl hat, hey, das könnte spannend sein, wenn der mal ins Marseille oder im Postermise ein Konzert kommt. Und nachher natürlich über verschiedene Formate, über das Palaver und über die Akademie probieren wir zum Beispiel gezielt auch Jugendliche für den Jazz oder an den Jazz hinzuführen. Und zwar nicht, indem wir ihnen die ganze Jazz-Tradition und die ganze Jazz-Geschichte präsentieren, ja. Weil das ist so langweilig, das interessiert sie nicht. Aber wir probieren so gewisse Aspekte vom Jazz in die heutige Aktualität, in die heutige Realität überzunehmen. Also Jazz steht ja eigentlich immer für Offenheit, für Toleranz, für Respekt und auch für Mut und auch Mut hat zum Scheitern. Weil, wenn wir schon Angst haben zum Scheitern, also das kann persönlich oder in einer Gruppe sein, Scheitern kann auch sein, verstehen etwas nicht. Wenn wir mit dieser Angst uns in der aktuellen Kulturlandschaft begegnen, dann können wir nur verlieren. Aber wenn wir es schaffen, die jungen Leute, hey, ihr dürft alles probieren, fallen 10-mal um, machen Fehler, aber wenn euch die Fehler nicht so wichtig sind oder wenn ihr die nicht zu nachkommen lasst, und die als eine Chance sehen, dann steht ja die ganze Welt offen. Und zumal begreifender als Universum an Kultur, das grossartig ist. Das ist jetzt sehr esoterisch. Ja, sehr. Ich kann mir vorstellen, wenn man Jugendlichen sagt, du kannst machen, was du willst und darfst auch Fehler machen, dann könnte er sich da falsch verstehen. Er kann das schon falsch verstehen. Und die Frage ist ja dann immer, wie kann man das machen, was man will, eingrenzen. Also man kann sie dann anfangen zu kanalisieren, zum Beispiel. Also quasi wie, wir schöpfen aus dem Vollen. Wir können alles verwenden, was wir wollen. Und nachher können wir sie auch eingrenzen. Und probieren sie in eine Richtung zu lenken. Und dadurch aber auch gewisse Erfahrungen machen, die hoffentlich positiv sind für sie. Vielleicht ist das Resultat nicht so stimmig oder nicht so harmonisch, wie man sich das vorstellt. Aber es ist grundsätzlich eine Chance. Und das Spannende dabei ist auch für uns, wenn wir mit Jugendlichen zusammenarbeiten, was wir für Rückmeldungen kriegen und wie zumal gewisse Aspekte von Musik völlig in einen anderen Zusammenhang gestellt werden. Auch für dich zum Lernen, oder? Ja, super. Du lernst jedes Mal. Es ist grossartig. Es ist wirklich cool. Ist das etwas, was du noch gerne machst, so mit jungen Leuten zusammenarbeiten und auch den Jazz ein bisschen näher bringen? Absolut. Also meine, einfach auch die Interaktion mit Leuten allgemein. Also das können auch ältere Leute sein. Oder sagen wir, ältere Generationen und Jugendliche. Das ist extrem spannend. Immer dann, wenn Menschen im Austausch sind, passiert etwas. Und wenn man sich auf gleicher Höhe begegnen kann. Und wenn man probiert, so gewisse Hierarchien eigentlich gar nicht zu entstehen lassen, dann das ist schon recht lässig. Das macht schon Spass. Jazz ein bisschen die Leute bringen, oder? Das ist eines der grossen Ziele, die du dir auch gemacht hast. Es gibt auch verschiedene Formate, wie du vorher auch gesagt hast. Eben genau. Weekly Jazz zum Beispiel, genau. Gibt es immer am Donnerstag, glaube ich. Immer am Donnerstag in Marseille, genau. Wo man auch mal reinschauen kann und ein bisschen Jazz miterleben auch. Und ich habe gesehen, es gibt auch einen Podcast zu Jazz. Podcast, genau, ja. Wie ist die Idee entstanden? Wir haben seit etwa 5 Jahren haben wir das Format Palaver. Da geht es, wir wollen Sachen um den Jazz in einen Diskurs stellen. Das können simple, informative Vorträge sein zu einem bestimmten Thema. Also ein Musiker stellt das Saxophon vor. Das können aber auch vielleicht kulturpolitische Themen sein. Also indem man vergleicht, wie wird Jazz im Vergleich zu Theater gefördert. Kommunal, kantonal, national etc., wo man auch Vergleich mit dem Ausland herstellt. Und wir haben letztes Jahr, im Juni 2019, haben wir so eine vierteilige Serie gehabt. Jazz und Medien, Jazz und Bildung, Jazz und Veranstalter,
was haben wir noch gehabt? Noch 40. Und da haben wir so verschiedene Exponenten und Vertreter von diesen Bereichen eingeladen. Und dann haben wir so halt umgeprobt. Dann haben wir nachgestellt, komm, wir zeichnen sie mal auf, dann gehen wir so ein bisschen nachlosen. Und dann haben wir gemerkt, haben wir gute Aufnahmen gemacht und dann haben wir sie mal ins Netz gestellt. Und das war online gewesen, über 3/4 Jahre ist regelmäßig gelost worden. Und jetzt ist natürlich der Gedanke während Corona wieder beflügelt worden, um etwas zu machen. Ich habe auch gesehen, während Corona hat es ein paar Podcasts gegeben, so im Homeoffice von einem Jazzmusiker. Genau. Wie hat so dein Homeoffice während der Corona-Zeit ausgesehen? Mein Homeoffice ist ein Klavier, ein Übungsbett, ein Laptop und ganz, ganz viele Platten und CDs. Also du bist dann ganz oldschool, ha? Ich bin ziemlich oldschool, also ich habe all nutze die Plattformen auch. Vor allem halt auch, um neue Musik zu entdecken. Oder weil es auch heutzutage sehr ein praktisches Medium ist, wie sich Bands bewerben. Aber ich habe gerne, wenn man Musik zusagt oder wenn ich auch eine gewisse Leidenschaft für gewisse Musik habe oder als Fan bin von jemandem, dann kaufe ich es gerne physisch. Wenn es geht und wenn es Sinn macht, auf Vinyl und so auf CDs, ja. Wie viele Platten hast du in deiner Sammlung? Ah, viel zu viel. Ist das ein Streitpunkt daheim mit der Frau? Sie haben gesagt, jetzt könntest du mal wieder ein bisschen Platz machen, oder? Es ist so... Hat sie schon aufgegeben? Nein, es ist so tolerant. Es ist so gut. Also, es ist ja so, dass sie ja jetzt auch ab und zu anfängt, Platten losen und so. Und hat auch so ihre Favorites drin. Und wir haben daheim eigentlich ein Musikzimmer, wo alle x CDs und x Platten drin sind, das Klavier ist. Eine schöne Anlage und so. Und das ist ein wunderbarer Raum. Und das war mein Homeoffice während Corona. Ich habe von klein auf immer Tonträger gekauft. Und vielleicht ist es auch noch so ein kleiner, stiller Protest. Und ich sage auch immer den Leuten, kaufen sie physisch. Das ist wie eine Visitenkarte von einer Band oder von einem Künstler. Stell dir vor, man nimmt einem Fotograf die Leinwand weg. Und wir haben nur noch Fotos, die in riesigen iPad-Frames oder digitalen Frames präsentiert werden. Absolut nötig, dass es das auch gibt. Und ich finde auch all die digitalen Plattformen, das ist Wahnsinn, ich hätte das vor 30 Jahren gehabt. Ich kann, den Zugriff, den du jetzt auch hast, oder? Millionen Titel Zugriff. Ja. Aber einfach ein Album öffnen, das fängt mit dem Öffnen an, und dann wie schmeckt das Cover und so. Und dann hast du all die Lyrics drin oder hast Informationen zu den Aufnahmen drin, zu der Musik, dann nimmst du die Alben raus, dann sind vielleicht noch die Inlays schön gestaltet. Es gibt einfach einen anderen Wert. Ich sehe, da kommst du gerade in Schwärmen, ja, wenn es um so Sachen geht. Musik ist ein Riesenthema in deinem Leben. Es dreht sich eigentlich fast alles rund um Musik. Ja. Du bist sehr engagiert eben im Verein, Veranstaltung, wo du dabei bist, in verschiedenen Bands, wo du auch spielst, nicht nur in Sachen Jazz. 11 AM, wo man gut kennt, wo du auch gespielt hast, zum Beispiel. Wie dick ist dein Terminkalender? Oder hast du den auf dem Handy? Dort bist du ja, der digital. Ah, ja, selbst schon. Gerne digital, aber auch damit ich den mit verschiedenen Leuten teilen kann. Ja. Wie voll geplant ist der? Gibt es da manchmal noch so ein freies Kästchen? Ich plane meine Freizeit, ich sage es so. Also es gibt, ich plane einzelne Wochenende, ich plane Ferien, zum Teil ein Jahr im Voraus. Dann weiss ich einfach, okay, jetzt gehen wir nächsten Sommer, gehen wir einen Monat weg. Und wir haben das mal gemacht vor ein paar Jahren und das ist sicher über ein Jahr im Voraus definiert worden. Und auch wenn es nur das Wochenende oder ein einzelner Tag ist, das ist ziemlich heilig. Ich kann es schon schieben und ich schiebe es auch zum Teil, wenn halt wirklich etwas reinkommt, was wichtig ist oder was ich gerne machen möchte. Aber dann suchen wir immer zuerst ein Ersatzdatum. Aber Sef, ist in dem Fall wirklich, du planst nach deine freien Tage im Voraus und nachher alles andere rausherum? Ja, sehr viel. Also es ist schon ein Abwägen zum Teil. Es gibt dann schon halt eine lässige Anfrage, etwas, wo vielleicht ein grösseres Projekt über mehrere Wochen geht oder einfach
einen spannenden Abend, wo ich endlich mal mit Leuten zusammenspielen kann, wo ich immer schon mal zusammenspielen wollte. Dann machen wir mal eine Ausnahme. Wenn es dann unbedingt sein. Dann findet man immer eine Lösung. Aber das ist dann von deinem Konzept, das du gefunden hast, schon verhebt. Ist es nicht manchmal auch anstrengend, wenn du findest, okay, ich muss mittlerweile meine Freitage planen und nicht unbedingt dann meine Arbeitstage? Es ist ein Selbstschutz natürlich. Wenn ich das nicht machen würde, dann könnte ich einfach 360 Tage im Jahr arbeiten oder so. Weil ich finde immer etwas, was ich machen will. Sei es Gigs oder Gigs organisieren, für Jazz-Kur arbeiten oder einfach auch für mich selber üben. Sei es neue Sachen entwickeln, mich als Schlagzeuger probieren zu verbessern oder einfach als Musiker. Du könntest immer arbeiten. Das ist so ein bisschen so eine Schattenseite, so ein bisschen ein negativer Aspekt, wenn man das Hobby oder wenn man eine Leidenschaft zum Beruf macht. Aber es gewinnt dadurch auch. Also wenn ich weiss zum Beispiel, okay, jetzt bin ich wieder mal 2 Wochen weg und dann gehe ich in die Ferien und dann nehme ich keinen Laptop mit und ich nehme keine Musik mit, wo ich daran arbeiten will, sondern ich höre mich wohl wieder durch meine Musiksammlung, die ich auf dem iPod habe, und gib einfach anderen Aspekten vom Leben eine Priorität. Das ist wahnsinnig schön. Ich bin einmal 3 Monate in Paris und habe kein Schlagzeug gehabt und habe nur mit Bässe gespielt. Aber bist du nicht irgendwann ein bisschen nervös? Also, das ist doch immer so, wenn man dann eine Zeit lang nicht mehr kann, dann wird man immer so ein bisschen nervös, es zuckt dann irgendwo. Ja, das schon. Das liegt in der Natur vom Schlagzeuger. Paris ist so eine nervöse Stadt, da wird die eigene Nervosität völlig unbedingt. Ja. Und hat so viel zu bieten, ich bin wirklich 3 Monate dort. Also, haben schon geübt, eben einfach mit Besen und dann einfach so auf einem Übungsbett. Und das war eigentlich nie mein Plan, das hat sich so ergeben. Ich bin extrem viel an Konzerte gegangen, in Museen und einfach die Stadt genossen. Und nach 3 Monaten bin ich zurückgekommen und am zweiten Tag da habe ich ein Konzert gehabt. Ich bin nach 3 Monaten wieder am Schlagzeug geguckt. Das war wahnsinnig. Das war wie eine Offenbarung, was da wieder kommt. Und das habe ich extrem cool gefunden. Das habe ich. Hat schon einen Moment gebraucht, um wieder so eins zu werden mit dem Instrument. Aber ich werde das wieder machen. Freiwilligen Entzug quasi. Freiwilligen Entzug, genau. Oder vom Instrument findest. Genau. Gibt es so etwas, was du findest, wo man dann kommt zu kurz? Also, es kommt einfach zu kurz, weil irgendwie Prioritäten anders gesetzt hast? Es gibt auch viele Sachen, die ich gerne machen würde. Es gibt auch viele Interessen. Aber ich habe mich eigentlich mittlerweile damit abgefunden, dass ich nicht alles machen kann. Aber ich weiss zum Beispiel, ich möchte irgendwann lernen, Cello spielen. Oder ich möchte auch lernen, Schweizer Orgel spielen, zum Beispiel. Aber ich würde auch gerne einmal einen Kochkurs machen, bei so einem richtigen Crack. So beim Kaminar oder so. So lernst du, wie man richtig guten Fenkel macht. Genau, richtig guten Fenkel und der aber auch gut in Szene sitzt. Und einfach einmal einfach einen Respekt kennen, einen Tauchkurs machen oder surfen, das gibt es schon, aber es ist nicht, die Wünsche sind nicht so dringend, weil ich eigentlich alles, was ich jetzt machen darf, und das, also zum Glück, das war nicht immer so gewesen, aber in den letzten Jahren, ich darf eigentlich nur machen, ich muss nichts mehr machen. Und alles, auch wenn ich Buchhaltung machen muss bei Jazzkur, das hat so einen gewissen Reiz, weil ich weiß, warum ich es mache. Und das ist eigentlich im Moment, finde ich, für mich sehr eine schöne, sehr privilegierte Situation, dass ich das so darf. Und ich hoffe, dass es auch weiterhin so bleibt. Aber wenn der Tag 48 Stunden hat, ich würde ich schon füllen. Ideen hättest du also. Ideen hätte ich viele. Cello spielen, Tauchkurs und Kochkurs. Hat das so die nächste auf der To-Do-Liste? Vielleicht ja, das wäre etwas, ja. Aber dann hoffen wir, dass es natürlich noch so lange bleibt, wie du Spass daran hast. Und vielleicht, dass du dann doch mal noch irgendwie so einen guten Fenkel herbringst. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören. Danke dir vielmals. Weiterhin eine gute Zeit. Merci. Danke. Graubünden Musik. Für Musik aus Graubünden.